Hallo, liebe Keyboarder, schön, dass ihr zuschaut. Und vielleicht haben wir ja auch ein paar Ben-Kollegen mit dabei, die einfach mal über den Tellerrand hinausschauen möchten. Okay, los geht's. Heute im Test die Honor Lilliput Workstation. Schauen wir uns das Gerät einmal näher an. Die Workstation hat 25 Tasten, also eine relativ kleine Tastatur, und die Pianisten unter uns werden sich da ein bisschen einschränken müssen. Andererseits ist das Gerät dadurch sehr kompakt und sehr leicht und ideal für den Live-Einsatz. Das Bedienpanel ist recht übersichtlich gehalten und man findet sich da recht schnell zurecht. Dem Gerät liegt aber auch eine Bedienungsanleitung bei, die noch ein paar wertvolle Tipps gibt. Schauen wir jetzt einmal auf die Rückseite des Gerätes. Typisch für Geräte aus dieser Zeit fehlen hier die MIDI-Anschlüsse, aber auch alle anderen Anschlüsse. Okay, schalten wir das Gerät einmal ein. Was sofort auffällt, ist der relativ laute Lüfter. Im Live-Einsatz nicht so tragisch, im Studio könnte es ein Problem sein, aber dafür gibt es dann Noise Gates. Da das Gerät, wie gesagt, über keinen expliziten Audioausgang verfügt, muss es mikrofoniert werden. Eingebaute Effekte hat das Gerät leider nicht, aber die kann man sich in der Regel beim Gitarristen ausleihen. Okay, ist natürlich jetzt alles ganz falsch eingestellt. So. Einschalten. Jo, jetzt sind die Nebengeräusche natürlich lauter, aber das ist bei Martins Gitarre auch so. Okay, wollen wir mal hören, wie die kleine Kiste soundmäßig rüberkommt. Okay, für die nächste Kostprobe nehmen wir Schlagzeug dazu. Okay, das war's auch schon wieder für heute. Abschließend kann man sagen, dass die Honor Lilliput Workstation kein Alleskönner ist, aber das, was sie macht, macht sie anständig. In diesem Sinne, euer Tom.